allerbester Jutzler. Mein Lieber. Ey, dich hab ich vermisst. Mann, ja. Bist du noch besoffen? Digga, du stehst ja nicht mal gerade, Alter. Na klar. Was machen wir hier? Weißt du, was wir machen? Was denn? Wir trinken uns richtig einen rein jetzt. Und das sehe ich, Alter. Das sehe ich uns sehr. Würdest du sagen, das Wetter ist perfekt für eine Party? Ich würde also, guck mal, egal wie das Wetter ist, ja, sag ich dir ganz ehrlich, eine Party ist eine Party. Und wenn ich da bin, dann ist sie perfekt. So, wir sind hier gerade mit dem Creative Director, Michael Bay. Möchtest du ganz was erzählen, warum ich hier bin? Super gerne. Du bist hier, um... Danke dir, Mann. Nee, also quasi, um jetzt mal kurz zusammenzufassen, warum ich eigentlich hier bin. Wir finden uns hier in der Toskana und tatsächlich besteht hier gerade eine akute Tornado-Warnung, dem ich nachgehen muss. Ron! Dem Tornado! Ron, dein Flug! Als Wetterforscher schaue ich mir das ganze Phänomen mal an und... Du hättest dann 35er für mich, oder? Genau, machst du das 27er vielleicht noch drauf? Ach so. Ich würde da nicht reingehen. Ich auch nicht. Ich glaube, da wird man schwanger. Rebi? Ja? Kann ich mir das Bierchen schon mal kalt stellen? Hey Jonas, yes. Noch mal ganz kurz wegen meiner Gage, ne? Ja. Können wir das 10-fache machen? Hey Jonas, wegen meiner Gage, ne? Und zwar wollte ich nochmal wegen meiner Gage gefragt haben, ob wir das 10-fache vielleicht machen können. Du hast mich gleich hier hinsetzen, ne? Hier ist ganz herz. Super. Ih, wieso wirst du hart? Du bist wieder in Form, ne? Ich bin wieder in Form. Ich spann mal kurz an. Oh ja. Yo Leute, ich bin's Tim. Psst. Mein Ziel ist es, da irgendwo in den Weinbergen halt wirklich so einen richtig fetten zu entzünden. Soll ich Marc Eggers mal vielleicht kurz anrufen? Ja, ich glaube, der sollte auf jeden Fall. Ich frage ihn mal ganz kurz, ob der Bock hat, ja? Hey Marc, wir sind hier in Italien und wir haben uns gefragt, ob du vielleicht Interesse hättest. Ich habe eine Frage an dich, Marc, mein allerbester Jutster. Also ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass du da wirklich Bock drauf hättest. Da hinten in den Weinbergen sieht man das, dass wir zu dritt, ja, so mit einer realistischen Anzahl von Frauen, so 50, einen richtig fetten... So, wenn ihr alle mal wieder auf Position jetzt wieder gehen würdet, ja? Wir fangen jetzt an mit dem ersten Dreh, die wieder raus. Hast du es gefunden, dein Handy? Ja, ich habe dich angerufen wegen deinem Handy. Warte mal, hörst du mich? Wollen wir was trinken, Ron? Ja! Ron? Ja. Komm, ich zeig dir ein paar Übungen. Wir fangen an mit dem doppelten Kabelüberstrecker. Ja. Warte, ich halte dagegen. Okay. Eins. Komm. Zwei. Jawohl. Komm, weiter. Drei. Dann machen wir weiter. Bodenroller. Gestretched. Ja, Mann, das ist es. Das ist die Transformation. Wir nehmen uns die größten Gewichte. Ja. Und jetzt Bizep. Alles klar. Okay, okay. Okay, let's go. Baby, baby. Rechts um die Ecke ist sie. Rechts um die Ecke. Rechts, andere Seite. Vorne die Treppe. Kannst du mir bitte noch mal... Naja, und ich würde auch einfach mal sagen, ja, heute mein Ziel des Tages, ja, ist eigentlich wie jeder Tag, ja. Mal abgesehen davon, dass ich mir richtig einen reintrinken werde mit Revi, ja, und du bist ja auch sehr, sehr bewusst darüber. Ja, hab ich auch Lust drauf, ja. Genau, da würde ich einfach mal sagen, ja, ich will heute mein Schiff versenken. Danke, lieber Olympiakos. Hey, Schäden! Perfekt. Ich muss jetzt in den Pool mit Klamotten gehen, zu Ron. Okay, wenn ich kurz hier reinpisse? Sieht ein bisschen klein aus gerade irgendwie. Ja, Julius, was man nicht alles macht, ne? 100 Euro kriege ich hier für den Dreh. Ah, das geht Ron! Weiter. Session 2! Mein allerbester Jutster, ich habe irgendwie das Gefühl, mein Bizep ist seit unserer Session dreimal größer geworden. Kannst du mir aus der Minibar so ein, ich weiß, es hört sich jetzt komisch an, aber ein Wasser rausgeben? Und wir müssen doch jetzt los, also das Auto steht unten da. Ja. Wir waren gerade beim Ron im Zimmer. Ja? Ja, das wird heute schwierig mit dem, glaube ich. Ist der nicht aufgestanden? Naja, also er ist wach, aber er hat auch seine Klamotten von gestern noch an. Immer noch? Also warst du ja eben auch kurz beim drin. Ja, ja. Und ich habe mit ihm auch noch telefoniert, zweimal. Ich habe auch mit ihm gerade nochmal gesprochen. Er hat sich einen Eistee genommen und wieder ins Bett gelegt. Jetzt hat er gesagt, er steht auf. Ja, das hat er mir davor auch gesagt. Oh Mann. Lass die Schuhe an, Mann, das ist gut. Ja, macht das schon. Alles klar, mein Jutzer. Kann ich? Ja. Hör auf, ich will jetzt ein...
Wir sollten es tun. Komm, Jo. Das ist saugeil, weil mir ist überhaupt nicht schlecht oder so, Theo. Vielleicht kannst du noch ein bisschen auf meinen Magen reinschlagen. Ich könnte vibrieren einmal, wenn du willst. Der Tonmann hat mich eben Chili. Nee, im Endeffekt, das ist es einfach. Entschuldige bitte. Lass dir schmecken. Da ist ein Teller. Ich würde dir ein bisschen was drauf tun. Du musst ganz viel nehmen, sonst schmeckt das nicht. Das schmeckt raus, sondern das schmeckt widerlich. Der ist sogar. Siehst du das? Der ist nicht durch. Von 1 bis 10 geschmeckt. Genau. Mein Jutster, die Party ist im vollen Gange. Mein Jutster. Ron, wir müssen uns doch einen reintrinken. Ron, willst du einen Tornado? Ja, vielleicht lassen wir den mal kurz. Technik muss aber. Das hat geholfen, oder? Warum ist dein Scheiß? Super, gar nicht durch, aber geil. Ja, da bist du. Ein Meister ist wieder. Mein allerbester! Mein allerbester Jüster! Zeit, was zu trinken, oder? Ey! Es wird allerhöchster Eisenbahn! Perfekt! Bis morgen! Mein allerjüster bester Ron! Mein allerjüster bester Ron! Ich trinke keinen Alkohol! Er trinkt keinen Alkohol! Wenn ich ein Special würde. Oh. Perfekt! Bist du zurück? Theo auch nicht selbst. Bis morgen! Das ist es! Was die Frauen nicht immer noch wollen. Ja. Möchtest du kurz erzählen für den Vlog, wer du bist? Ich bin Selina. Ich sag dir ganz ehrlich, so diese Titte, ja, die hier gegenüber. Du sagst es mal. Die Titte, genau, die hier gegenüber von mir sitzt. Ja. Die nächste Dienstreise wird geistig. Mir geht's einfach nur noch perfekt. Oh, okay. Okay, was ist das? Also, was ist das? Alles gut. Bro, nice Schwanz, Bro. Wo ist deine Deckung? Wo ist deine Deckung, du Pinguin? Flex. So, bevor wir jetzt das Ganze hier beenden. One more time! Celebration! Do it how you feel tonight! Writer! Hey! Ron? Ja. Das Vortrinken ist vorbei, jetzt beginnt die Party. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen, Ron. Nee, alles gut, vertrau mir. Alles gut, ja, ich vertrau dir. Ja, wir sehen uns morgen. Weiter saufen, ihr Wick. Und zum Abschluss einmal noch. Entzündet den Speerwurf Nado. Das war's. Auf Wiedersehen.